So Leute, willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Zeit, ein paar Nebenquests aufzumischen. Ich werde hier sie doch nicht nach der Reihenfolge zwingend machen, sondern je nachdem, wie sie mir um den Weg laufen. Aber da es eh in einem schönen Lösungsbuch geordnet ist, braucht man es ja auch nicht unbedingt nach der Reihenfolge. Jedenfalls von 6 bis 18 Uhr findet ihr hier François. Redet einfach mit ihr. Es ist so schrecklich. Aber ich würde mich wohl damit abfinden müssen. Hört sich nicht gut an. Macht ihr euch Sorgen um mich? Oh, das ist aber nett von euch. Meine geliebten Blumen haben den Angriff leider nicht überstanden. Ich habe so viel Zeit und Liebe in meine Pflanzen gesteckt. Jetziger Anblick trat mir Tränen in die Augen. Ich kenne das Gefühl, etwas zu verlieren, das einem wichtig ist. Können wir irgendetwas tun? Ja, sammelt 5 Morgenhortensien in der Region von Kolonie 9, okay. Würde mir tatsächlich ein paar Blumen bringen. Oh, wie lieb von euch. Gut, ich kümmere mich darum. Schalke und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Ohne Packen, das darauf kannst du dich verlassen. Ja, durch diese Gespräche steigt schon mal die Harmonie zwischen den beiden. Also es ist gut, dass ich die Quest erst jetzt gemacht habe. Oh Gott, und ich habe sie scheinbar noch nicht. Da muss ich jetzt auf die Suche gehen. So Leute, wenn wir schon mal hier auf der Suche sind, können wir gleich ein paar leichte Mücks zu unserer Monstermission erledigen. Es ist übrigens echt typisch. Ja. Das ist jetzt so ziemlich das einzige Item, von denen ich nicht weiß ich, wie viele Stücke habe, sondern gleich 0. Morgenhortensien, das gleiche, dieses Item brauche ich. What the hell? Ist das nicht irgendwie typisch mein Leben? Ich habe wirklich kein einziges, wenn man etwas fürs Collection registriert, verschwindet es. Und ja, nun werde ich weiter suchen. Entschuldigt diesen kurzen Zwischenzug. Und wir haben eine weitere Monstermission erfüllt, denn wir haben einen Baby-Arma hier erledigt. Da ich gerade so schwitzt hatte, wie dieser Kampf geht, werde ich es euch nachhalten. Ich habe eh noch nie gegen einen Baby-Arma gekämpft, aber jetzt bin ich mächtig genug, um dies zu tun. Ja, so einfach kann es gehen, Leute. Baby-Arma besiegt. Und die Mission ist erfüllt. So, Leute, hier vor den Höhlen haben wir ein Harmoniegespräch. Wahre Freundschaft. Das hatte ich jetzt, ja, gar nicht im Kopf, aber schauen wir es doch mal an. Ich mag den Ausblick auf die Kolonie von hier oben. Erweckt Erinnerungen. Das kannst du laut sagen. Wir zwei haben schon eine Menge gemeinsam durchgemacht. Allerdings. Erinnerst du dich noch an damals? Du weißt schon. Kannst du unseren Streit und dann den Standpauke. Dame! Also nimm an, hier nehme ich mal den Streit, oder? Ja, genau. Genau, an dieses eine Mal, wo wir uns in den Haaren hatten. Ich glaube, so sehr hatten wir uns noch nie zuvor gestritten. Es war ziemlich übel, das stimmt. Ein Wunder, dass wir uns danach wieder vertragen haben. Weißt du überhaupt noch, worum es eigentlich ging? Nein, aber wir waren damals beide noch sehr jung. Bestimmt haben wir uns um etwas total Unwichtiges gestritten. Ich glaube auch. Lustig, dass du dich auch noch an diesen Tag erinnerst. Dame. War es jetzt schlecht? Fuck. So bedeutet dir unsere Freundschaft also toll. Nein, das meinte ich nicht. Lass es mich so ausdrücken. Für mich zählt, dass wir heute Freunde sind. Und nicht, worüber wir früher gestritten haben. Ach so. Na gut. Nun, weißt du, im Gegensatz zu dir bin ich leider dumm. Ich muss mich dauernd an alles erinnern, sonst vergesse ich's. Du bist mir ein Spaßvogel. Das geht doch ebenso. Wer weiß, wie viele wichtige Dinge ich schon vergessen habe. Na egal. Jedenfalls haben wir damals alles geklärt. Und deshalb streiten wir uns heute so gut wie gar nicht mehr. Und selbst wenn. Ich glaube, kein Streit könnte uns jetzt noch auseinanderbringen. Bleiben wir immer Freunde, hoffe ich zumindest. Ich auch, Kumpel, ich auch. Okay, so, gut. Mittlerweile habe ich jedes Item ungefähr 2000 Mal, nur keine Morgenhortensie. Ich werde zwischendrin mal diesen grünen Bluchaal erledigen, einfach weil ich es kann. Und weil es mal eine willkommene Abwechslung ist, von immer 10, 20 Exemplare eines Items zu finden, nur keine Morgenhortensie dabei zu haben, was ich schon sehr, sehr schnuckelig finde. So, komm, erledige ihn. Und die Herausforderung ist erledigt. Der grüne Bruchal, Bluchal, was auch immer. Bluchal ist besiegt. Und endlich habe ich sie gefunden. Die Morgenhortensie.
Damit können wir nun zu ihr zurück. Gut, dann reden wir doch gleich mit ihr. Oh, wie schön. Das sind doch nicht etwa Morgenhortensien. Das sind meine Lieblingsblumen. Ihre Blüten sind so wunderschön. Ich werde sie zu starken und resistenten Pflanzen großziehen. Ja, da bin ich ja froh. Schaut euch die Blumen doch mal an, wenn sie in Blüte stehen. Und Auftrag abgeschlossen. So, noch ganz schnell. Ich werde nicht die Zeit sagen, wann jeder Charakter zu treffen ist. Das könnt ihr nämlich selbst sehen an der Uhr rechts oben. Das ist wie eine ganz normale Uhr, die wahrscheinlich auch bei euch zu Hause rumsteht. Also wie gesagt, deswegen werde ich nicht sagen, wo man jeden einzelnen... Zu welcher Zeit man jede einzelne Person findet. Ihr könnt es selbst sehen. So, hier haben wir was relativ Merkwürdiges gefunden. Ah, so ein bisschen drei. Du hast die Bitte der Bewohnerin erfüllt. Ich kann zwischen in dem Bett schlafen. Okay. Dann habe ich den Schlüssel gefunden. Gut, der hat sich hier beim Wohnviertel versteckt. Könnt ihr der Karte entnehmen? Einen weiteren Auftrag bekommen wir hier. Ich muss euch etwas erzählen. Ich denke, ich weiß, was mit meinem Sohn geschehen ist. Okay, dann lass mal hören. Ja, sag mal. Jemand hat einen Teil seiner Ausrüstung gefunden. Als ich das sah, war mir klar, dass er tot sein muss. Und ich kann nicht mal seine Überreste Bayonis anvertrauen. Ich wünschte, ich wüsste, wie weit er gekommen ist. Wahrscheinlich liegt er irgendwo da draußen, der Rest. Liegt irgendwo da draußen der Rest seiner Sachen. Ich suche nach dem Zeug, no problem. Versprichst du mir das? Sieht so aus, als ob ich Witze machen würde. Es ist schön zu sehen, dass es noch anständige junge Leute gibt. Du erinnerst mich sehr an meinen Sohn. Mein Sohn wollte zum Kopf von Bayonis reisen, törichter Junge. Ich habe keine Ahnung, wie weit er gekommen ist. Es wäre schön, wenn ihr mir seine Habseligkeiten bringen würdet. Ja, diesen Opfer können wir jetzt noch nicht machen. Es gibt einen Haufen EP und Gold dafür. Ich danke euch vielmals. Das Schicksal meines Sohnes zu akzeptieren fällt mir nicht leicht. Aber dank eurer Hilfe kann ich nun wieder nach vorne schauen. Gebt Acht auf eure Reise. Gut. Also, ihr hat ja gesagt, ich schaue nach, damit die Nebenquests schneller sind. Und ich weiß, das können wir jetzt noch nicht erfüllen. Das werden wir auf unserer Reise, werden wir die Sachen noch finden, wenn wir alle schön erkunden und die Augen offen halten. Einen Auftrag von einem Noppon bekommen wir hier. Könnt ihr Mauer Gwynri in Ruinen von Magmel besiegen? Wurde fast gefressen von Besen Mauer Gwynri. Dachte, letztes Stündlein würde schlagen. Ja, in den Ruinen von Magmel, das werden wir dann machen, wenn wir in die Tefra-Höhle zurückkehren. Seid tapfere Krieger, Ponchak, Monster auf Kopf drauf. Also das machen wir jetzt erstmal nicht. Einen weiteren Auftrag erhalten wir hier von einer ganz normalen Kolonie 9 Bewohnerin, das ist ungewöhnlich. Aber kommt vor. Als Kind war ich ein riesiger Insektenfan, aber mein Lieblingsinsekt ist sehr selten geworden. Wenn ihr es seht, würdet ihr es für mich fangen. Ja, sie möchte eine Riesenhornisse. Wirklich, das ist ja nett, aber das habe ich glaube schon. Da zeigt sie mir wieder, dass es nie verkehrt ist zu fragen. Ja, haben wir schon erledigt. Sammelmission 4 ist da wieder abgeschlossen. 100 DP. Wegen der Trophäe. Ein Noppon hier gibt uns einen weiteren Auftrag. Ein ganz normaler Bewohner. Leuchtender Schatz ist weg. Muss jeden Tag Schatz an Gung, sonst ganz furchtbar traurig. Sucht jemand leuchtenden Schatz für mich? Ja, suchen sind zwei... eine blaue Glasperle. Danke, Porn, ist sicher irgendwo im Wohnviertel. Geh nie weit weg, zu anstrengend. Findet leuchtenden Schatz, ja? Ja, den haben wir jetzt noch nicht. Den suche ich dann noch, aber jetzt erstmal gerade nicht. Oder doch, ich hol's gleich. Die befindet sich genau hier. Gut gemacht. Einen weiteren Auftrag gibt es von diesem Mann, der läuft jedoch hier vorbei. Es ist ein bisschen schwierig, ihn zu finden. Hey, ihr Grünschnäbel, habt ihr denn eine Minute für den ältesten Bewohner von Kolonie 9? Ich hätte eine Bitte. Ja, worum geht's denn? Ach, eigentlich ist es dasselbe alte Lied. Ihr wisst schon, mein Rücken macht mir einmal mehr zu schaffen. Ich nehme an, ihr könnt euch vorstellen, was ich brauche. Bringt mir ein wenig Unkoröl. Dieses Zeug wirkt wahre Wunder bei Rückenbeschwerden. Du hast zum Rücken? Boah, das hätte ich mir nie gedacht. Du bist der kräftigste Ober, den ich kenne. Ich sehe dich jeden Tag trainieren. Ich versuche den Schmerz zu ertragen, aber es ist hart. Glaubt mir, ich brauche das Unkeul unbedingt. So, zwei Einheiten Unkeul so. Danke, Jungspunde. Ihr tut einem alten Auding einen großen Gefallen. Ihr könnt das Öl von den Unkorn dieser Gegend erbeuten. Gut, wir kümmern uns drum. Okay, dann machen wir das mal. Ach ja, gerade habe ich eine Morgenhortensie gefunden. Wer hätte das gedacht? Ja. Die in die Unkore hier kämpfen, dann hat man Glück.
entweder Unkeröl zu kriegen oder nicht. Ich habe jetzt 2 von 2. Super. Bevor ich zurückgehe, ich sehe hier noch einen Auftrag von einem normalen Bewohner. Die soll man sich gleich holen, weil die könnten sonst schwierig zu finden sein. Habt ihr Flammi-Windeier? Ich bräuchte eines, um meiner Freundin ein Omelett zu kochen. Ein Omelett aus Flammi-Windeiern ist eine Gaumenfreude. Könnt ihr mir eines bringen? Ja, warum es so schwierig ist, zu random NPCs gibt es keine Auflistung, wann man sie wo findet, deswegen muss man diese Gelegenheit gleich ergreifen. Ihr bringt mir eins, toll! Jagt einfach ein paar Flammis, um mein Ei zu erbeuten. Das haben wir bereits erledigt, Material Mission 4 geschafft. Und während wir auf Dionysus warten, haben wir hier einen weiteren Auftrag von Susanna. Hallo, sag, könnt ihr mir helfen? Mein Sohn ist schrecklich faul und will einfach nicht lernen. Stattdessen macht er ständig andere kindische Sachen. Ja, ich mache anstatt zu lernen kindische Let's Plays. Wie soll ich dir da helfen? Aber gut. Es ist furchtbar. Er läuft ständig in der Kolonie herum und spielt. Für seine Schulbücher nimmt er sich keine einzige Minute Zeit. Ich habe Angst, dass seine Noten schlechter werden. Oh, ich weiß es. Ich könnte ihn mit Süßigkeiten belohnen. Das sollte Anreiz genug für ihn sein, täglich zu lernen. Könntet ihr mir etwas Mücksirup bringen? Werdet ihr so freundlich? Belohnungen sind immer ein guter Anreiz. Bei mir würde der Trick garantiert funktionieren. Das freut mich zu hören. Dazu würdet ihr mir helfen? Ja, si claro. Ich brauche 2 Einheiten Mücksirup für meine Bonbons. Ich bin sicher, ihr könnt welche für mich besorgen. Gut, ich kümmere mich darum. So, da haben wir sie schon. Da können wir gleich wieder mit ihr reden. Das ging ja flott. Oh ja. Das Sirup riecht herrlich süß. Das ist bestimmt Anreiz genug für meinen Sohn. Vielen Dank. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Wenn er fleißig lernt, wird das ihm bald ein großes Genie. Jupp. Und wir erhalten eine Leichtkappe. Rüstung probiere ich dann am Ende dieser Session an. Und da ist der Dionysos. Wollte gerade wieder vor uns weglaufen. Das sehen meine alten Augen. Ihr habt das Unkeröl. Das ging ja schnell. Ihr habt mir sehr geholfen. Ja, da bin ich ja froh. Dank euch und dem Öl sind meine Schmerzen wie weggeblasen. Oh ja. Geheimnis der Gesundheit gelöst. Leichtschuhe als Belohnung. Dann finden wir einen weiteren Auftrag von Giorgio. Bläh, das schmeckt furchtbar. Wenn es so weitergeht, wird mein berühmtes Curry bald berüchtigt. Das hört sich gar nicht gut an. Ja, das können wir nicht einfach zulassen. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Es geht um Leben oder Tod, meine Freunde. Die wichtigsten Zutaten für meinen Curry sind Tanzäpfel. Nur sie geben dem Curry den richtigen Geschmack. Leider habe ich kaum noch Äpfel auf Lager. Und ich kann ihre nicht weg, um neue zu besorgen. Aber du kannst nicht einfach aufhören, dein Curry zu kochen. Und in dein Curry bin ich total aufgeschmissen. Vor allem unter deine kostenlosen Nachschläge. Du magst mein Curry, das freut mich. Würdet ihr mir denn bei meinem kleinen Problem helfen? Ich werde mich auch erkenntlich zeigen. Wahrscheinlich kostenloses Curry oder so. Ihr werdet euch darum kümmern? Vielen Dank, ihr seid mir wirklich eine große Hilfe. Gut, ich kümmere mich darum. So, wir haben bereits 5 Tanzäpfel, das ist gut. Da können wir gleich wieder mit Giorgio reden. Ihr habt sie wirklich? Ja, ich danke euch. Und ich komme gerade, und ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe eben den letzten meiner Tanzäpfel in den Topf geworfen. Ihr habt mir mein Geschäft gerettet. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Na, wer sagt's denn? Das war die Mühe doch wert. Kommt vorbei, wenn ihr mehr Hunger auf Kaffee verspürt. Euer Essen geht aufs Haus. Sag dich doch. Okay. Auf jeden Fall, falls ihr es nicht wisst, diese Sachen sind diese blauen Items, die ich immer gesucht und gefunden habe. Also die ich immer eingesammelt habe im Wegesrand. Einen weiteren Auftrag finden wir hier. Marika. Man nennt Markia. Ach du liebes Bisschen, meine beiden Enkel zeigen sich. Sie wollen in einem Wettstreit entscheiden, wer der Stärkere ist. Natürlich möchte keiner verlieren, deshalb trainieren beide hart. Nicht so gut. Die Jugend von heute, solche Sorgen möchte ich haben. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Jüngere gewinnt. Voll Assi. Eben ist er mein eigen Fleisch und Blut. Würde dir eben diese Kekse bringen, die ich gebacken habe? Vielleicht spornen sie ihn ja zu Höchstleistungen an. Also ich finde das Assi. Danke euch, meine Beine lassen mich allmählich im Stich. Selbst der kurze Weg ins Wohnviertel fällt mir zuweilen schwer. Gut, ich kümmere mich darum. Gib diese Kekse meinem Enkel und nasch nicht unterwegs davon. Jo. Also, bis gleich. So, Jiroke befindet sich nachts hier. Hallo, was gibt's? Kann ich euch helfen? Oh, das sind Kekse von meiner Omi, nicht wahr? Boah, wow, meine Oma ist ein Goldstück. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr sie seht, bitte richtet ihr meinen Dank aus. Ja, das machen wir dann mal. Jo, danke sollen wir das sagen. Ihr habt Jiroke meine Kekse gebracht. Er ist so ein lieber Junge.
Na, da bin ich ja froh, dass alles geklappt hat. Ich würde es gerne sehen, dass Cherokee gewinnt. Es steht doch auch hinter ihm, oder etwa nicht? Nee, so assi wie du bin ich nicht. Als Oma einfach den einen Enkel lieber mögen. Wie assi ist das denn? Auch hier wartet ein Auftrag auf uns. Emmy Leader. Es seid doch diese hilfsbereiten Leute, über die alle reden. Dürfte ich euch wohl um einen großen Gefallen bitten? Es ist ernst. Meine Karriere steht auf dem Spiel. Boah, das hört sich schlimmer an, als ob die Stadt angegriffen wird. Sag, was ist los? Ja, Mann, das geht über alles. Deine Karriere. Ja, finde ich auch. Könntet ihr für mich nach Miller Ausschau halten? Er ist ein furchtbarer Faulpelz. Er treibt mich in den Wahnsinn. Sobald er mich sieht, ergreift er die Flucht. Ich habe schon seit geraumer Zeit nicht mehr mit ihm gesprochen. Aber er ist mir unterstellt. Ich kann ihn nicht einfach so ignorieren. Na, vielleicht bewusst wie ihr und ihr und so gut ist alles Feldwebelchen. Wayne, du und deine Freunde, ihr habt doch sicher Zeit, oder? Ihr könnt mir doch bestimmt weiterhelfen, nicht wahr? Tja, warum suchst du ihn nicht einfach selber und redest mit ihm? Oh, du weißt doch, wie schnell Miller laufen kann, oder? Er entwischt mir jedes Mal, deshalb brauche ich euch. Vielen, vielen Dank. Ihr bekommt auch eine Belohnung, falls ihr ihn findet. Ja gut, ich soll aber echt gut sein. So SCX oder so. Ich weiß ja nicht. Wo wir schon mal hier sind, es gibt einen Auftrag. Rocco. Ihr hört anderen Leuten noch gerne mit ihren Problemen, oder? Wenn ich habe ein Problem, ein riesengroßes sogar. Ich habe den Anhänger von Mama kaputt gemacht. Dabei bedeutet er ihr so viel. Das war ein Geschenk von Papa. Mama ist nun stinksauer auf mich. Leider wirkt sich das auch auf ihr Essen aus. Scheiße. Oh mein Gott, Schalk, das ist furchtbar. Wenn ich nicht bald wieder etwas Anständiges zu essen bekomme, dann muss ich zu Maggis. Ich habe schon das gesamte Wohnviertel abgeklappert, aber hier scheint niemand den Anhänger reparieren zu können. Könnt ihr mir vielleicht bei meiner Suche behilflich sein? Dean könnte dir vielleicht helfen, er arbeitet im Labor. Wirklich, prima, würdet ihr ihn für mich fragen? Bitte. Ja. Dankeschön. Oh, und falls ihr eine Frau namens Sonja treffen solltet, sagt ihr bitte nichts davon, das ist nämlich meine Mama. Ja, gut, dass du das sagst. Oh, richtig, hier ist der Anhänger, verlier ihn bloß nicht. Ja, wie auch immer ich den, ja, sinnlos ist der Auftrag ever. So, um Dean diesen Faulpelz, Miller diesen Faulpelz zu finden, gehen wir einfach hier hin und dann chillt er. Dreist, oder? Wie, das Hellpierbchen will, dass ich zurückkomme? Was für eine Versagerin, kann mich nicht selbst zurückholen? Ah, ich will euch nicht noch mehr Umstände machen. Schon unterwegs. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann reden wir mal mit dem Feldwebelchen Emilito. Gut gemacht. Ihr wart mir eine große Hilfe. Miller hat seine Lektion gelernte Besserung versprochen. Na, da bin ich ja froh. Bis jetzt hat mir mein Pech immer meine Pläne vereitelt. Doch nun kann ich endlich wieder frohen Mutes vorwärts blicken. Ich danke euch. Auftrag abgeschlossen. Und wir erhalten gute Belohnungen. Einen weiteren der letzten Quests in diesem Part gibt es hier von Desiree. Oh Schalk, da bist du ja. Ich suche schon überall nach dir. Hier, schau mal, irgendwie ist mir meine Uhr kaputt gegangen. Ich sag's ja, ich kann einfach nicht mit technischen Geräten umgehen. Könntest du sie dir nicht einmal ansehen? Boah, ja, die sieht wirklich ziemlich kaputt aus. Dein Vater war doch Mechaniker, oder? Habt ihr dir nicht beigebracht, wie man so etwas repariert? Er hat es versucht, aber ich habe einfach kein Talent für sowas. Als ich klein war, habe ich ihm oft bei der Arbeit zugesehen. Er konnte so toll mit dem Hammer umgehen, aber jetzt ist er fort. Und ich bin einfach nicht wie er, egal wie sehr ich mich anstrenge. Entschuldige, Desiree, ich wollte nicht, dass du traurig wirst. Bin ich auch nicht, keine Sorge. Der Tod meines Vaters liegt schon ein Jahr zurück. Ich denke, ich bin darüber hinweg. Also, wie sieht es aus? Kannst du meine Uhr reparieren oder nicht? Ja, so müssen wir zu Schalks Labor gehen. Oh toll, danke. Aber sie ist ziemlich kaputt. Ich werde sie im Labor reparieren müssen, das könnte dauern. Ja, dann machen wir das. Ganz kurz, hier ist noch ein Truppensoldat. Seid ihr schon mal der Seemagdalena begegnet? Sie erscheint nachts im See unterhalb des Ausblickhügels. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr sie für mich beseitigen könntet. Herausforderung 3, besiegt die Seemagdalena. Ihr seid wirklich mutig. Seid vorsichtig und passt auf, dass ihr euch nicht verletzt. Das machen wir dann im nächsten Part. So, hier am Labor angekommen, können wir es reparieren. Desiree's Uhr sieht ziemlich mitgenommen aus. Ich habe nicht genug Ersatzteile, wir brauchen 3 blaue Ketten. Ja, das haben wir schnell erledigt. Haben wir schon einiges gefunden. Und ja, großartig, jetzt kann ich sie reparieren.
Und schon läuft sie wieder. Aber damit zu, ab damit zu Desiree. Ja, und da sind wir dabei, Desiree. Du hast sie repariert? Danke, Schalk. Ich werde in Zukunft besser auf sie achten. Versprochen. Ich bin froh, dass es gut, so gut geklappt hat. Schalk, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich sie absichtlich kaputt gemacht habe? Damit ich einen Grund habe, mit dir zu reden? Das war nur Spaß. Keine Sorge, das würde ich natürlich nie tun. Danke nochmal, auf dich ist wirklich Verlass. Ja. Okay, Leute. Wir haben jetzt einiges geschafft. Ich habe den Part auch extra länger für euch gemacht, nur für euch. Und im nächsten Part geht es dann weiter bei Xenoblade Chronicles. Wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Mal schauen, wie weit wir nächstes Mal kommen. Bis dann.